Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich muss etwas leise sein, weil mein Mann drüben schläft. Ja, ihr seht es, mein Setup steht wieder mit neuer Deko, habe ich von meiner Mama bekommen und neuen Bildern habe ich gewechselt. Ja, und jetzt ist das nächste Unboxing dran, beziehungsweise das letzte Unboxing für diesen Monat. Das heißt natürlich wieder dranbleiben, denn es gibt wieder das Boxengewinnspiel. Ja, und die will ich euch zeigen, denn es ist natürlich die Fanaschki Weltbox angekommen. Endlich, also die ist eigentlich, ja, die ist noch im Januar angekommen, Glück gehabt. Noch im Januar angekommen, die werden zurzeit immer später, ja, finde ich nicht so optimal, aber okay. So sieht die Box von innen aus, also ein bisschen was habt ihr schon gesehen. Dein monatliches Abenteuer beginnt und wir haben dieses Mal eine Box aus Griechenland. Wieder eine Karte von Griechenland und... Hauptstadt Athen, Amtssprache Griechisch, 11,1 Millionen Einwohner haben die Währung Euro und typisch Griechenland Frappé, Sirtaki, Uso, Meer, Tzatziki, Feta und Oliven. Und dann schlage ich schon mal die Seite mit den Produkten auf und nehme nach und nach die Produkte raus. Das erste, was ganz oben liegt, sind Chips Ruffles, Pitan, Oregano, Chips Oregano, denke ich mal, sind das. Ja. Oregano-Chips. Gucken wir, Ruffles Oregano. Oregano auf alles. Geriffelte Kartoffelchips mit ordentlichem Oregano drauf. Griechisches Gewürzfeld. Okay, also Chips mit Oregano. Ja, ich mag Oregano, deswegen werden die auch bestimmt schmecken, kann ich mir vorstellen. Dann nehmen wir als nächstes raus eine Dose. Und zwar Pepsi Lime. Sogar Zero. Das heißt, das kann ich trinken. Mache ich mir gleich später auf. Max Taste Zero Sugar. Ja, Pepsi Lime. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt, aber ich werde es auf jeden Fall sehr gerne testen, vor allem als Cereals. Pepsi Lime, intensive Limette, Original Pepsi Cola mit Limettengeschmack. Giamas? Keine Ahnung. Dann haben wir als nächstes eine rechteckige Schachtel und zwar, von SpongeBob Boss. Und zwar SpongeBob Movie, SpongeBob The Run, so Doppelkekse, also so Kekse mit Füllung drin. Und zwar sind das Cronky Blueberry oder Watermelon. Ich bin bereit, Keksandwich mit leckerer Kakaocreme für jeden Moment des Tages. Ja, aber wo soll da jetzt Blueberry drin sein? Steht jetzt auch nicht mit Blaubeere drauf. Okay, für mich sind das Schokokekse mit Kakao. Creme, Schokocreme. Aber okay, wo jetzt da die Blaubeere sein soll, keine Ahnung. Aber ich werde die Kekse sehr gerne essen. So, hallo und willkommen zur Wie-Auslosung. Also wir losen das Video aus. Guck bitte nicht auf meinen Mund. Die Quarantäne hat mich leider ein paar Pickel gekostet. Ja, ich sehe schlimm aus, ich weiß. Aber ab morgen ist die Quarantäne vorbei und ich wollte jetzt zwei Gewinnspiele mit euch auslosen. Bevor ich raus darf, habe ich noch ein paar Videos bearbeitet und ich muss zwei Gewinnspiele auslosen. Das erste Gewinnspiel, was ich auslosen muss, ist einmal das Happy New Year Gewinnspiel, da wo ihr dieses riesen Beauty-Paket gewinnen habt können. Wir nehmen natürlich wieder den Link, kopieren ihn, geben den Link hier ein, laden die Kommentare, dieses Mal sind es 78, ja Wahnsinn. Und der Gewinner ist... Anni Wilke, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Vielen lieben Dank für deine tollen Videos. Mach weiter so. Mir gefällt der Lipgloss von Pixi am besten. Hashtag Glossybox, Hashtag New Year, Hashtag Verlosung. Muss ich jetzt tatsächlich gucken, ob das alle Hashtags waren. Also, hab mir jetzt noch kurz angeguckt. Hier steht Hashtag Glossybox, Hashtag New Year, Hashtag Verlosung und die Videofrage. Und die Videofrage war eben, welches Produkt einem am besten gefallen hat. Das heißt, du hast auf jeden Fall alles erfüllt. Dann gucken wir noch, ob du mich abonniert hast. Und fast ganz hinten hier ist die liebe Anne. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn. Du bekommst das riesen Glossybox-Sale-Paket. Melde dich auf jeden Fall bei mir und dann werde ich es dir so schnell wie möglich zuschicken. Wie du dich bei mir melden kannst, ganz einfach über Instagram oder über E-Mail. Steht aber alles unten in der Beschreibung drin. Wähl einfach was aus und schreib mir. So, und dann kommen wir zu Gewinnspiel Nummer 2. Und zwar wird heute nicht nur das Gewinnspiel online gebracht, sondern auch das Boxengewinnspiel ausgelost. Und zwar das aus dem Monat Dezember, also das Weihnachtsgewinnspiel sozusagen. Wir nehmen wieder den Link, gehen auf den Comment-Picker, geben den neuen Link ein, laden die Kommentare. Hier sind es 24 und der Gewinner ist... Okay, sie hat nicht mitgemacht, aber sie hat da schon gewonnen, deswegen nehmen wir natürlich einen anderen. Pick another winner.
Und zwar die liebe Ramona Biel. Hallöchen, liebes Erstmal. Ganz liebe Grüße aus dem schönen Westerwald. Ich finde die Box super toll. Leckere Produkte drinnen. Ich würde mich wirklich riesig über eine schöne Palette freuen. Ja, da werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich eine schöne finde. Ich drücke dich ganz dolly, deine Ramona. Hashtag Verlust, Hashtag Box. Also sie hat alles erfüllt, die Hashtags. Und auch das Favoritenprodukt. Und jetzt müssen wir bloß noch gucken, ob sie mich abonniert hat. Und natürlich hat sie mich abonniert. Also, liebe Ramona, du hast auf jeden Fall das Boxengewinnspiel gewonnen. Du gewinnst eine Box, die ich zusammengestellt habe mit einer Palette. Mal gucken, was ich da so Schönes finde. Jetzt darf ich ja wieder einkaufen gehen und da suche ich dir auf jeden Fall was Schönes raus. Also ihr zwei, meldet euch auf jeden Fall bei mir. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich wünsche euch dann viel Spaß mit dem Gewinn. Und die anderen natürlich wieder nicht traurig sein. Es läuft noch das 600-Abonnenten-Gewinnspiel. Und in diesem Video kommt ja auch wieder das Boxen-Gewinnspiel online, wo ihr eine eigen zusammengestellte Box gewinnen könnt und auch noch euer Favoritenprodukt. Deswegen, da lohnt es sich auf jeden Fall mitzumachen. Ja, und dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Schauen des Videos. So, dann haben wir als nächstes etwas in der Alu-Verpackung, glaube ich. Und zwar kann ich jetzt leider nicht lesen, irgendwas von Cheetos. Ja, Cheetos. Oh, da steht Sweetos. Cheetos, Sweetos. Ich weiß nicht, warum da ein Sticker drauf ist. Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall Snackbox von Nasche die Welt. Steht da drauf. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das so Kisten mit Milchcreme-Füllung. Und da sind sie tatsächlich mit Kakao-Füllung. Oh, die mit Kakao, die wären mir schon lieber gewesen. Cheetos Sweetos aus Crunchy Innen Soft. Cerealien mit Milch und Kakao gefüllt. Für Perfektion einfach in Milch tauchen. Also im Endeffekt sowas wie diese Nougat-Kissen beim Müsli. Nur halt mit Milchcreme-Füllung dieses Mal. Mit Milchfüllung, ja. Ja, werde ich vielleicht auch auf Müsli essen. Mal gucken. Dann haben wir als nächstes einen Riegel. Und zwar haben wir den Schokopops-Riegel. Den hatten wir auch schon mal tatsächlich. Deswegen wird der auf jeden Fall in eure Box wandern, weil zwei dieser Riegel brauche ich nicht probieren. Die sind nicht schlecht, aber ich muss sagen, es ist auch nicht mein Favorit. Aber wer Müsli mag, dem kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Die sind trotzdem mega lecker. So, und zwar sind es Kellogg's Coco Pops Riegel, Frühstückszeit Cerealienriegel aus geröstetem Getreide mit Schokogeschmack auf Milchschicht gebettet. Breakfast to go. Finde ich schon cool. 84 Kalorien hat er bloß, das ist nicht mal viel. Mega lecker, aber war schon ein paar Mal drin. Dann haben wir, fühlt sich noch Gummibärchen an. Ja, das sind auch Gummibärchen. Das ist ja cool. Make your Burger. Kann man seine eigenen Burger machen. Das werde ich vielleicht den Kindern mit runternehmen. Und zwar sind es Lavadas Gum on Burger. Baue deinen Burger. Gummidraschis zum selber zusammenbasteln. Fruchtige Burger. Burger zum selber zusammenbauen. Auf jeden Fall was für Kinder. Dann haben wir als nächstes etwas Waffeliges. Oh, und das ist Paw Patrol. Das sind Paw Patrol Schokowaffeln, denke ich mal, so eine Haselnusswaffel. Und die muss ich auf jeden Fall meinem Neffen geben, denn der liebt Paw Patrol, der liebt Pepper Woods. Also da wird er sich auf jeden Fall mega freuen. Das muss ich ihm geben. Auch wenn ich es echt gerne selber probieren würde. Vielleicht lässt er mich abbeißen. Okay, das weiß ich nicht, ob ich das jetzt aussprechen kann. Koku Roku Schokoladenwaffel. Noch alle Waffeln im Eisen. Knusprig Waffelriegel mit Haselnuss und Schokolade. Dreimal Waffeln, einmal Riegel. Also da wird sich mein Neffe auf jeden Fall freuen. Das wird er auf jeden Fall bekommen. Dann haben wir noch was Kleines. Und zwar, Tronky. Und die hatten wir schon mal, aber in einer großen Verpackung. Soweit ich weiß, die waren auch echt nicht schlecht. Deswegen werden auch die in eure Box wandern, genauso wie die Coco Pops Riegel. Und zwar ist das von Ferrero Tronky Haselnuss. Griechisches Eclair Haselnusscreme in einem dünnen Waffelriegel. Nostimus. Also der war echt wahnsinnig gut, aber wie gesagt, wir hatten ihn schon, deswegen wandert er zu euch in die Packung. Weil wir eigentlich genug Süßigkeiten haben. Dann haben wir eine Tafel, ich denke Schokolade. Lecker. Lacta, denke ich mal, heißt Milch. Oreo Strawberry Flavor. Die kommt gleich in den Kühlschrank. Milk Chocolate with Strawberry Flavor Cream and Crunchy Pieces of Oreo. Die werde ich auf jeden Fall dann mit meinem Mann teilen. Lacta Oreo Strawberry. Beliebte Schoki in Hellas. Griechische Schokolade mit Oreo und Erdbeer. Erdbeershake zum Naschen. Ja, finde ich mega cool. Ich liebe Schokolade, ihr wisst es. Und dann ist noch ein Produkt drin. Ja, genau. Ich nehme es gleich raus. Und zwar von Kellogg's Biscuit Moment. Schokolade. Und ich glaube, solche hatten wir auch schon drin, aber nicht in Schokolade, sondern in einer anderen Version. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Ist egal, auf jeden Fall tue ich da auch, das war mein Handy, auf jeden Fall tue ich da auch eine so eine Packung, da sind zwei drin, raus und tue die euch in die Verlosung mit rein. Das heißt, ihr habt drei Produkte, die ihr mit testen dürft und den Rest. Ja, ich und mein Mann wollen auch was essen. Genau, also von Kellogg's, die kenne ich schon. Gibt es die nicht bei uns auch? Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob es die bei uns gibt. Kellogg's Biscuit Moments Chocolate Keks Momente. Momentchen, schokoladengefüllte Biskuittaschen mit Vanillegenuss. Vanilleguss.
Also das ist das, was wahrscheinlich so drüber geträufelt ist. Okay, und jetzt macht's Sinn. Die waren auch, soweit ich weiß, die wir hatten, lecker. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich diese Sorte war. Okay, ja, und das war's tatsächlich wieder. Dieses Mal ein sehr schnelles Video. Ich habe schon lange nicht mehr so gedreht. Ich bin's gar nicht mehr gewohnt. So, und zwar haben wir 10 Produkte insgesamt, 10 tolle Produkte. Wir gehen nochmal durch. Einmal diese Verpackung hier. Und ihr seht es, ich tue es gleich raus, damit mein Neuer auch nicht zusammen ist. Eine Packung wandert auf jeden Fall an euch. Genauso wie ihr bekommt diese Tonka Nocciola Waffel und den Coco Pops Riegel. Also einiges, was an euch geht. Freut euch auf jeden Fall drauf. Genau, dann haben wir noch drin einmal die Schokolade. Da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Am Dienstag habe ich Cheat Day und dann werde ich mir auf jeden Fall was davon gönnen. Den wird auf jeden Fall mein Neffe bekommen, den Paw Patrol Riegel. Da wird er sich mega freuen. Die Gummibärchen, da werden sich die anderen zwei drüber freuen. Also mein 11-jähriger Bruder und mein, was ich jetzt nicht lüge, 7-jähriger Neffe. 7, glaube ich. Mein 7-jähriger Neffe. Oder 8? 8. 8-jähriger Neffe. Dann einmal die Kissen, wie gesagt, vielleicht aus Müsli, muss ich mal gucken. Dann die Blueberry- oder Watermelon-Waffeln, die eigentlich gar nicht mit Blueberry und Watermelon sind. Aber okay, ich mag Schokolade eh viel lieber. Dann die Limetten-Pepsi, da freue ich mich so mega drauf. Die werde ich mir auf jeden Fall nachher aufmachen. Und dann auf jeden Fall diese Chips, da bin ich auch mega gespannt. Obwohl wir eigentlich viel Chips haben, aber Oregano-Chips habe ich tatsächlich noch nicht probiert, soweit ich weiß. Mega tolle Produkte. Also was sage ich allgemein zur Box? Ich fand sie echt gut. Die Seite muss nur wirklich schauen, dass die jetzt das mal in den Griff bekommt, dass die Box so spät kommt. Ich habe ja eigentlich mal auf den Monat danach gewechselt, dass ich sozusagen vom Januar die Box erst im Februar auspacke, aber die dann zu den Februar-Verlosungen dazu zählt, weil die meistens immer so spät kommen, aber dann kam sie ja letztes Jahr ein paar Mal gar nicht, was ich auch mega cool fand. Ja, und beim Adventskalender gab es anscheinend jetzt auch Probleme, also wer sowas nicht will, also sie klären das Problem immer, man bekommt die Box früher oder später, aber wer so einen Stress nicht will, dann kann ich die Box tatsächlich nicht empfehlen. Aber wer drauf warten kann, und das kann ich ja, dann kommt halt die Verlosung später online, ich kann es nicht ändern, aber die Box an sich ist immer top gefüllt, echt top. Ich bin schon gespannt, was nächsten Monat drin ist. Jetzt ist morgen der erste und dann hoffe ich, dass die Box dieses Mal nicht so spät kommt. Ja, und dann kommen wir zur Verlosung. Ihr könnt die Produkte gewinnen, die ich aus der Box rausgesucht habe. Wenn ihr wissen wollt, was das für Produkte sind, müsst ihr ganz einfach die anderen Unboxings raussuchen. Das sind insgesamt 5. Einmal die, ja, dieses Mal sind es 6. Und zwar die Look Fantastic Box, die Fairy Box, die Glossy Box diesen Monat auch noch, die My Little Box ist es diesen Monat auch noch. Die Trigosterbox und die Vanasche, die Welksbox, genau. Also diesen Monat sogar 7 Boxen, wo ich was raussuche. Trotzdem, ich hoffe, ihr freut euch. Einfach ein Like da lassen natürlich in den Kommentaren, ein Hashtag Verlosung und Hashtag Box da lassen. Und ja, was Nettes dazu schreiben. Nicht bloß die Hashtags, das will ich immer nicht. Ich will einen Kommentar zum Lesen haben, deswegen auf jeden Fall noch was Nettes dazu schreiben. Und natürlich Abonnent meines Kanals sein, das Wichtigste. Und dann könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. Also Like, Hashtag Box, Hashtag Verlosung, was Nettes dazu schreiben und Abonnent meines Kanals sein, dann könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. Ach, stimmt, jetzt hätte ich es fast vergessen. Und natürlich das Favoritenprodukt dazu schreiben, also was ihr euch in die Box noch mit reinwünscht. Das heißt, wollt ihr noch einen Concealer haben, einen Blush, einen Highlighter, schreibt es unten in die Kommentare, was ich noch mit reinpacken soll. Und dann nehmt ihr an der Verlosung teil, genau, dass ich das nicht vergesse. Und das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, sehr gerne einen Kommentar da lassen, was euch auf der Box am besten gefallen hat und was ihr gerne mal probieren würdet. Und dann könnt ihr meinen Kanal auch kostenlos abonnieren. Ich glaube hier, genau, hier habe ich immer den Abonnieren-Button hingetan. Ich muss mich wieder daran gewöhnen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!